Wer schon mal versucht hat, sein Smartphone optimal zu laden, der wird gemerkt haben, dass sich dahinter mittlerweile eine komplette Wissenschaft verbirgt. Welches Kabel muss ich verwenden? Welchen Ladeadapter muss ich verwenden? Und welche Schnellladetechnologie unterstützt mein Smartphone überhaupt? Wer jetzt noch auf die wilde Idee kommt, eine Powerbank zu benutzen, steht natürlich vor ähnlichen Fragestellungen. In diesem Video stelle ich euch die 10.000 mAh Spigen Powerbank vor und wir schauen uns an, welche Ladetechnologien diese unterstützt und ob das wirklich für alle Handys geeignet ist. Los geht's nach dem Intro. Ich finde, mein Pixel 4a ist ein gutes Beispiel für das ganze Chaos, das mittlerweile bei den Ladegeräten herrscht. Beim Pixel 4a ist ein Adapter dabei, ein Ladeadapter dabei, der an beiden Enden USB-C hat. Der Ladeadapter selbst unterstützt Power Delivery mit 18 Watt. Die 18 Watt erreicht er, indem er 9 Volt und 2 Ampere benutzt. Der kann aber auch alternativ 5 Volt und 3 Ampere laden und das wären dann wiederum nur 15 Watt. Tatsächlich habe ich es bei meinem Pixel nie geschafft, dass er auch wirklich mit 18 Watt lädt. Glaub mir, ich habe alles versucht, ich habe den Akku leer gemacht und versucht zu laden, ich habe ab 20%, ab 30%, ab 40% geladen, ich habe ihn bei 80% geladen, keine Chance, ich habe nie die 18 Watt rausbekommen. Zum einen kann ich das testen mit einer App, die heißt EQ Battery und ich kann natürlich einen Zwischenstecker benutzen, um zu sehen, wie viel Volt bzw. Watt der aus der Leitung überhaupt verbraucht. Das fand ich schon mal ein interessantes Ergebnis, denn wenn man ein bisschen rumgoogelt, findet man kaum Details darüber, wie das Pixel 4a überhaupt lädt. Und wenn man was findet, dann findet man die Information, dass es halt Power Delivery kann, weil ja ein Ladegerät mit 9 Volt und 2 Ampere dabei ist. Dass es das aber gar nicht nutzt oder ich es zumindest nicht geschafft habe, in den Zustand zu bringen, dass es nutzt, das erfährt man eher nicht. Ihr habt bestimmt auf eurem Smartphone-Display auch schon mal die Meldung gesehen, wird langsam geladen, wird geladen und wird schnell geladen. Und genau das sind eben diese Technologien. Wird langsam geladen ist in der Regel, wenn ich es am USB-Port meines PCs anschließe. Da kommen dann eben bei USB 2.0 500 mA raus, bei USB 3.0 können maximal 900 mA rauskommen und alles was darüber ist, dafür bräuchte ich dann wahrscheinlich ein separates Ladegerät. Wenn ich ein separates Ladegerät benutze, dann kann es natürlich sein, dass ich so eins habe, das 1 Ampere, 1,2 Ampere bei 5 Volt kann oder entsprechend mehr. Wird schnell geladen, wird bei meinem Pixel 4a dann nur angezeigt, wenn entsprechend hohe Ladegeschwindigkeiten erreicht werden, wie zum Beispiel die 15 Watt. Was hat jetzt aber diese Spigen Powerbank damit zu tun? Naja, die vereint so ein bisschen alle Vorteile in einem. Power Delivery ist eine Schnellladetechnologie, daneben gibt es ja noch Quick Charge. Die Spigen Powerbank kann beide Technologien unterstützen. Für beide Ladeverfahren liegen auch Kabel dabei. Es werden nur USB-C-Kabel mitgeliefert, einmal mit einem USB-C-Ende und einmal mit einem USB-A-Stecker. Ein weiterer Vorteil der Spigen Powerbank ist auch die Tatsache, dass es selbst mit Power Delivery geladen werden kann. Und jetzt kommt der Gag, mein Ladegerät kann die Spigen Powerbank schneller aufladen als mein Smartphone. Denn wenn ich die Spigen Powerbank an das Google Pixel 4a Ladegerät anschließe, dann werden tatsächlich die 9 Volt und 2 Ampere erreicht. Ich kann also mit 18 Watt laden. Ich finde es jetzt nicht so kritisch, dass ich eine Powerbank schnell laden kann, denn die kann ich mal über Nacht irgendwo dranhängen, wenn ich sie am nächsten Tag brauche. Damit muss ich eh rechnen, da eine Kapazität von 10.000 mAh sowieso einige Zeit braucht, um geladen zu werden. Auf der anderen Seite, ja, hohe Ladekapazitäten, dann muss auch entsprechend eine Schnellladefunktion da sein, damit das in der erträglichen Zeit geladen wird. Also von daher finde ich es ganz sinnvoll, dass hier Power Delivery entsprechend unterstützt wird. Die Powerbank selbst ist auch in einem ganz netten Format gehalten. Das hat ungefähr eine Smartphone-Größe und kann im schlimmsten Fall noch in der Hosentasche verschwinden. Dass mein Handy damit schnell geladen werden kann, finde ich auch sehr vorteilhaft. Denn eine Powerbank ist ja eine Notlösung. Ich möchte also nicht dauerhaft mein Smartphone an der Powerbank hängen haben und wenn das möglichst schnell geht, das Aufladen, habe ich da absolut nichts dagegen. Der USB-C-Port an der Powerbank selbst kann in beide Richtungen genutzt werden. Er kann sowohl genutzt werden, um die Powerbank selbst einmal aufzuladen, als auch daran ein Handy anzustecken und das entsprechend aufzuladen.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass erst das zweite Modell, das ich hier bekommen habe, funktioniert hat. Das erste Modell ist leider ausgefallen, ließ sich nach kurzem Laden gar nicht mehr laden. Kann jetzt also nicht sagen, ob das ein Montagsgerät war, aber naja, wenn man so einen Fall hat, kann man es ja immerhin umtauschen. Im Lieferumfang befindet sich noch eine schöne Tasche dabei, die die Powerbank vor Kratzern schützt, und es befinden sich zwei USB-Ladekabel dabei. Ein Ladeadapter ist nicht dabei, finde ich jetzt aber auch nicht so dramatisch, denn ja, ich habe eine ganze Sammlung an Adaptern und Kabeln mittlerweile angesammelt, da hätte jetzt mir ein zusätzlicher Ladeadapter auch nichts mehr gebracht. In diesem Sinne würde ich sagen, die Spigen Powerbank kann ich empfehlen, natürlich unter der Voraussetzung, dass sie auch funktioniert und nicht kaputt geht, so wie es bei mir beim ersten Modell war. Ansonsten sind da sehr viele gute Designentscheidungen getroffen worden, die Größe ist absolut in Ordnung. Die Quick Charge und Power Delivery Funktionen, die sollten dann wirklich am Ende mit den meisten Handys kompatibel sein, und die integrierte Schnellladefunktion, die gefällt mir natürlich auch gut. Es ist auch wichtig, dass bei so einer Schnellladefunktion die entsprechend qualitativen Kabel mitgeliefert werden, denn nicht jedes USB-Kabel kann am Ende diese hohen Ladegeschwindigkeiten unterstützen, und damit es hier nicht zu Kompatibilitätsproblemen kommt, ist es auch eine gute Entscheidung, die Kabel direkt mitzuliefern. Ich danke dir an der Stelle fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Unterstützung dieses Kanals, entweder über ein Abo oder über einen Klick auf den Amazon Affiliate Link in der Videobeschreibung.